Ampel ist auf Rot. Jetzt grün geschaltet und los geht's. Knapp an der Grenze zu einem Frühstart, ganz vorne. Und geht das gut? Alle nebeneinander. Spektakulär das Feld hier in die erste Kurve reingegangen. Aber alle diszipliniert. Da hat man jetzt Befürchtungen hegen müssen können dürfen, aber die Jungs hier sehr brav. Ja, man hat ganz klar beim Harald Groß gesehen, der auf Sticks unterwegs war, dass es sehr, sehr rutschig war. Und er hatte einen super Start, kam gut weg, musste aber dann in der ersten Kurve doch zurückstecken und liegt jetzt, glaube ich, Rang 5. Patrick Husmann in Führung aus dem Mantai Racing Team. Der Junge ist cool drauf. Der ist nur am Freitag hier im Training aufgetaucht, hat gesagt, eigentlich dürfte ich dieses ganze Wochenende gar nicht Rennen fahren. Ist zum Jahreswechsel Vater geworden, einer kleinen Tochter namens Frederik. Und da hat er zugesagt, ich bleibe an diesem Wochenende. Das ist das Einzige für die nächsten Monate, wo ich rennfrei habe. Zu Hause, mache einen Familientag. Da kam der Anruf von Mantai Racing. Patrick, setz dich in den Kübel, fahr für uns dieses Rennen. Da habe ich dann auch nicht allzu lange bitten lassen, weil im Herzen ist er ein Racer. Und immer wieder die eingeschalteten Scheibenwischer. Ist natürlich jetzt nicht ganz leicht, weil die Strecke ist so twittermäßig. Einige Trockenstellen, wie hier deutlich zu sehen, aber dann auch wieder wild glänzend, wie hier hinter der Kuppe. Das ist sicherlich sehr kompliziert, mit diesen hochsensiblen Hightech-Fahrzeugen da umzugehen. Ja, es ist zurzeit ganz wichtig für die Leute mit Regenreifen, dass sie, wie man es auf der geraden Strecke sieht, ein bisschen ins Nasse fahren, um die Reifen zu kühlen, weil die Mischungen sehr weich sind und auf der abtrocknenden Strecke dann sehr, sehr schnell sich auflösen. Man sieht auch ganz klar, dass die Jungs mit Slicks doch sehr, sehr am Kämpfen sind jetzt in der Anfangsphase, dass es so wahnsinnig rutschig ist. Da sehen wir ihn kommen und hier ganz groß im Bild. Der hat ein bisschen Pech gehabt an diesem Wochenende. Das sehen wir nachher gleich, warum, während wir hier Horst Farnbacher an Frank Schmickler vorbeiziehen sehen haben. Das war ein astreines Überholmanöver und ich glaube, da haben beide genau das Richtige gemacht und Frank Schmickler vor allem hat auch richtig mitgespielt. Momentan eigentlich die besten Voraussetzungen hat. Die Strecke trocknet mehr und mehr ab und er ist wahnsinnig schnell unterwegs. Die Rundenzeiten, er fährt zurzeit dieselben Zeiten wie an der Spitze. Und ich glaube, da werden wir noch Spannung erleben im Harald. Und Marc Basseng wird weiter durchgereicht, auch Wolfgang Lang bereits an ihm vorbei. Vorne an der Spitze alles wohl sortiert, die Abstände doch untereinander respektabel. Wenn wir hier die Gefechte sehen. Stippler attackiert von Groß, aber der Harald kommt da noch nicht ganz vorbei. Und bekommt sogar Druck von hinten. Ich weiß nicht, also ich würde in der Situation, glaube ich, Oliver Mattei. Wahnsinn. Allerdings Wahnsinn. Da ist nur ein kleines Teil weggeflogen, aber ich denke, das hat das Auto auch nicht ganz so locker weggesteckt. Ja gut, dass das weggeflogen war, das war ein Teil vom Frontspoiler, also nichts Dramatisches, aber... Dramatisch wird es jetzt langsam für den Hans Willems. Da kommt der Harald Groß schon gleich auf, da guckt er rüber, gucken Sie es mal an. Lässt den fair passieren. Aber es nützt ihm nichts mehr, denn zieht ein Lauf, perfekt. Und der Sieger heißt Wolfgang Land vor Klaus Graf. Und dann kommt erstmal der respektable Abstand. Einbiegen in die Jockey X-Bocht, Harald Groß und hinter ihm sein Teamkollege Hans Willems. Da haben die beiden also nochmal Platz 3 und 4 sauber über die Ziellinie gerettet.